Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei unserem Guild Wars 2 Let's Play. Ein Event verhindert, dass der riesige auferstandene Kastell Grün erreicht. Oh, da ist er ja schon. Du Riesenviech. Warum ist um die Zeit keiner da, um mir zu helfen? So, vielleicht kriege ich ihn jetzt klein. Nimm das, du Kastell. Was? Habe ich es geschafft? Event ist gescheitert. Mist. Ach, was soll ich denn machen, wenn es so ganz plötzlich ist? Aber zumindest gibt es hier Loot. Ein Schild. Hey, ein Schild. Ein Schild könnte ich doch eigentlich tragen als Zweitwaffe. Was gibt's denn hier? Schildbegleithand. Magnetische Projektile reflektiert. Zurückschlag vom Gegner entfesselt werden kann. Gegner zu werfen. Werdet ihr getroffen, entlädt sich das Schild und betäubt nahe Gegner. Ich glaube, ich bleibe erstmal dabei. Ich probiere nachher vielleicht nochmal das Gewehr aus. Und was wollte ich jetzt eigentlich? Gegen die Auferstandenen. Oh, es geht nochmal von vorne los. Da probieren wir es gleich noch einmal. Vielleicht schaffe ich es jetzt diesmal ganz alleine. Hier, nimm das. Ganz vergessen, dass ich das auch habe. Jetzt schaffe ich dich, du Riesen Hintern. Ha. Keine Chance gegen den mächtigen Pilzkopf mit seiner Pistole. Gut, das hätte ich geschafft. Verbrennt unter Leichen, zerstört Giftpflanzen, beschützt Hainhüter und bekämpft die Wiederauferstandenen beim Sievezufluss. Kastell Grün, okay, das habe ich scheinbar schon. Oh, das ist ja. Da muss ich mal kurz rauf. Hihi, ist das genial. Oh, so wollte ich als kleines Kind immer leben. Weil das so mein Haus aussieht. Oh, schön. Da drüben ist ein unentdeckter Aussichtspunkt. Und ich weiß auch schon, wie man dorthin kommt. Oh, bin ich schön, ich bin grün. So, zumindest glaube ich zu wissen, wie man da hinkommt. Hopp. Hopp. Das war jetzt weniger erfolgreich. Ich war mir ziemlich sicher, dass es mit dieser Wurzel hier geht. Muss ich jetzt bei den Felsen da so hochklettern? Okay, das sieht eigentlich kletterbar aus. Komm schon, noch einmal. Gut, jetzt sind wir mal hier. Von allem weit weg, wo die hohen Berge ragen und Felspilze sich auf die Gipfel wagen. Da kraxeln sie kühn und keck um ein Hand und steigen in Eile auf jede steile, senkrechte Wand. Der lila Pilzkopf ist durchgebrannt, er klettert herum auf eigene Faust. Mir scheint, ich hatte Föhnwind gezaust, schimpft seine Tante. Oh du Mai, er möchte schnell an ihr vorbei. Da hält sie ihn fest und zwinkert und fragt: Hast du heut schon einen Dschungeltroll gejagt? Oh, diese Trolle. Entkommt man nur mit einer Seitwärtsrolle. Ja, ich höre schon auf zu singen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich bin. Ich wollte eigentlich diesen Aussichtspunkt entdecken, aber es sieht nicht so aus, als würde ich den so leicht finden.
das sieht schon besser aus. Der Troll hier, der, glaube ich, geht mich sowieso an, also greife ich ihn nochmal an. So, die niedrige Trefferrate und die hohe Streuweite bei dem einen Zauber kann man gut dadurch umgehen, wenn der Gegner näher kommt. Na bitte, ist das ja. Nicht immer den direkten Weg nehmen, sondern vielleicht auch mal den indirekten. Da kommt man eher ans Ziel. Ah, das muss toll sein, auf diesen Bäumen rumzukraxeln. Sieht fast so aus wie der Gegner, dieser Drache, den wir besiegen mussten, um hierher zu kommen. So. Neue Ausrüstung gefunden. Ach ja, sollte ich hier vielleicht auch mal ausrüsten. Hose. Schlechte Hose. Auch nicht. Ich probiere hier jetzt einmal ein Schild aus, einfach nur um zu schauen, wie die beiden Fähigkeiten mit dem Schild sind. Wir machen mal wieder einen Level 4 Quest. Level 5, Level 3, das hier sollten wir jetzt eigentlich zuerst machen, aber egal, machen wir es halt nachher. War nicht so tragisch. Beschützt Hainhüte. Reicht das, wenn ich sie wiederbelebe? Komm. Erwache, erwache. Das kann man hier übrigens auch mit Spielern machen, die am Boden rumliegen. Na toll, ich dachte, ich soll ihn beschützen und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt habe ich ihn umgebracht. Ja, hier wären wir wieder bei unserem Let's Play von Guild Wars. Diese Unterbrechung tut mir ganz schrecklich leid. Ich hatte wieder ein Problem mit Camtasia. Wir haben ungefähr eine halbe Stunde Aufnahmezeit verloren. Und ich meine wirklich verloren. Man kann es ja leider nicht wieder rückgängig machen, keinen alten Speicherstand wieder aufnehmen. Es war eine Katastrophe. Nach den ersten paar Minuten gab es einen so heftigen Fehler. Das hatte ich leider schon ein, zweimal. Ich habe ganz Camtasia jetzt neu installiert. Ja, wir haben ein paar Quests gemacht. Wir waren hier unten bei dem... Okay, ich dachte, der greift mich an. Also wir waren hier unten beim Fluss, haben den Quest erledigt. Hier bei der Morgenspirale, das haben wir leider nicht geschafft. Dann haben wir beschlossen, dass wir hier zu den Spinnen gehen. Die haben wir gerade eben abgeschlossen. Jetzt können wir hier zum Level 5 zum Hainhüter hinüberkrabbeln. Ja, es tut mir, wie gesagt, schrecklich, schrecklich leid. Das ist mir auch unendlich peinlich. Das war so echt nicht beabsichtigt. Und ja, ich hoffe, es passiert uns nicht noch einmal. Und ich mache jetzt hier eben noch eine kleine Aufnahme. Bis die Aufnahmezeit von der halben Stunde ungefähr erreicht ist. Und dann schauen wir mal weiter. Ansonsten könnte ich auch wieder mit dem anderen Programm aufnehmen, mit Fraps. Aber dann laggt es halt. Bis dann der Ton dem Bild irgendwie voranläuft. Das ist echt lästig. Ah ja, und einen Händler bräuchte ich mal. Kaufmann. Na okay, dann machen wir das gleich. Gehen wir da drüber zum Kaufmann und dann verkaufen wir den ganzen Schrott, den wir haben. Zip, da hinten ist er. Ja, wir können dann, genau das haben wir, glaube ich, dann nicht mehr gemacht. Das zumindest ist, das haben wir gemacht, aber das ist nicht mehr zu sehen, dass wir diesen Typen hier rüber eskortieren. Wer sucht, der findet. So, erstmal den ganzen Schrott loswerden. Kettenbeinschienen brauchen wir nicht. Den Schild wollen wir auch nicht. Zepter können wir nicht verwenden. Die Lederhose ist zu schlecht. Diesen Handschutz ist auch zu schlecht geworden. Fackel können wir auch nicht tragen. Hier ist noch eine Fackel. Oder? Was ist das? Ist eine Fackel. Ja, Fackel. Bamses Akolyten können wir auch nicht benutzen. Ja. So. Und dann kaufen wir noch ein paar Lederbeutel. Damit wir mehr Platz haben. Die sind zwar nicht sehr groß, aber immerhin.
der Insel jenseits des Schiefzuflusses habe ich Hanar kennengelernt. Perlenheilung. In Danadors Zwinger im Westen. Ey, so das ist cool. Tag. Damit können wir was. Hört sich wundervoll an. Wir vereinbarten uns am nächsten Abend unter demselben Baum. Um einen Fertigkeitspunkt zu verdienen. Die Untoten dort und ich sage, ach, das haben wir dann. Dann haben wir das hier doch geschafft mit der Morgenspirale. Ah, das ist cool. Das heißt, wir haben jetzt den ersten Fähigkeitspunkt verdient. Krass. Krass, das gefällt mir. Das gefällt mir cool. Okay, hier. Seht ihr was? Nein. Heilung. Beschädigt und beschädigt. Ja, wir sind ziemlich oft gestorben. Beide Pistolen, die Handschuhe. Dann geben wir das hier auf diese Handschuhe. Jetzt haben wir noch mehr Heilung. Cool. Die zweite Perle hebe ich mal auf. Schauen wir, was dabei rauskommt. So, dann eskortieren wir den Typen nochmal zur Spirale und dann machen wir dort bei der Spirale den Quest. Ja, wie gesagt, das ist mir echt unendlich peinlich. Wieso konnte ich den jetzt nicht mit Rechtsklick wiederbeleben? Wieder einmal läuft er weg, ohne sich zu bedanken. Und wahrscheinlich läuft er gleich in die nächste Horde Untote. Na bitte, da kommen sie schon. Ich dachte, da war noch einer. Renne. So, und dann kommt hier jetzt um die Weggabelung sicher gleich noch eine Horde Untote. Na, was sage ich? Da sind sie schon wieder. Piu, piu. Dieser Kampf ist vorbei. Ja, das ist er zum Glück. Da ist ja noch einer. Piu. So, ich hoffe, dass mit dieser Aufnahme funktioniert es ein bisschen besser. Ah, cool. Also während wir das hier machen, zerstören wir auch gleich die Untoten. Die Untoten geben nicht nach. Wir müssen rasch zur Morgenspirale. Ja, wir sind hier schon unterwegs. Hm. Ich trete in den Kampf ein. Cool. Ach, da ist explodiert. Hilfe! Jag sie weg! Sie bringt mich hier um! Wenn ihr ein Fünkchen Erbarmen habt, helft mir! Ja, ich helfe hier schon. Okay, bei dem hilft das nicht. Dieser Kampf ist vorbei. So, dann plündern wir hier mal alles. Jetzt haben wir ja endlich wieder Platz. Event war erfolgreich und es liegt hier drüben noch einer. Das sollte nah genug sein. Ein Glück. Seid auf der Hut. Ich fühle Untote in der Nähe. Ja, hier sind immer Untote in der Nähe. Können wir hier noch eine mitnehmen? So, also müssen wir den hier begleiten. Was ist das? Okay, da verteidigen wir erst einmal den Turm, den können wir später nochmal wieder erwecken. Tötet! Wir
Lasst den Turm in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Kann ich das jetzt alleine überhaupt schaffen? Nein, kann ich nicht. Okay, vielleicht doch. Ich fühle mich erneuert. Noch mehr. Hilfe! Na komm, greif die an, die direkt vor dir sind. Gut geschützt. Willkommen in meiner Welt. Ja, willkommen in der Totenwelt. Bam! Event ist gescheitert. Also alleine habe ich da echt keine Chance. Aber momentan um die Uhrzeit sind halt sehr, sehr wenig Spieler online. Oh, gleich zwei Dings ist sie geschafft. Danke für die Morgenspirale. Ah, okay. Wie sollen wir da jetzt raufkommen? Zumindest füllt sich das Leben, wenn man gerade nicht kämpft, sehr schnell wieder auf. Es gibt Silvari, die sich von den leeren Ventaris abgewendet und den Verlockungen ihrer dunklen Gefühle nachgegeben haben. Dies ist das Fundament des Albtraumhofs. Sie greifen unsere Gebiete an und entführen unsere Leute, um sie zu verderben. Wir müssen die Wilddornhöhle verwüsten und unsere Gebiete bei Castell Astoria gegen den Albtraum halten. So, gut. Das hätten wir geschafft, aber wo gab es jetzt hier diesen Quest? Okay, dann wandern wir einfach mal dort hinüber und geben das ab. Vielleicht hat die ja noch irgendeine Nettigkeit für uns, die wir kaufen können. Es ist ja echt arg, also alleine keine Chance. Hallo Hirsch, ich tu dir nichts, tu mir auch nichts. Vielleicht ein I can't help falling ins Loch again. Habt ihr es zu verkaufen? Felsanhänger? Vitalität, cool. So, jetzt haben wir nicht nur mehr Vitalität, sondern auch mehr Heilung. Das gefällt mir sehr. Muss ich schon sagen. Sonst haben wir hier nichts Interessantes. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir diesen kleinen Typen wiederfinden. Den wir hier hätten wiedererwecken und begleiten sollen. Den haben wir jetzt aber ganz alleine losgelassen. Jetzt ist er ziemlicher Sicherheit gestorben. Na, da ist er ja schon.
Und der hat sich natürlich keinen schöneren Ort zum Sterben aussuchen können, als irgendwo mitten in den Gegnern. Stufe 5 Quest. Ach, da liegt er. Ja, okay, dann machen wir das hier aber das nächste Mal und ich verabschiede mich für diese zerstückelte Folge. Und ich hoffe, wir sehen uns am nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Guild Wars 2 mit mir, Andrastos. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.